Leute, ich möchte heute bei dem Farbfavoriten-Tag mitmachen. Den hat ja die Chrissy Cosmetic gestartet und hat dabei eigentlich offen gelassen, was man zeigt. Also Klamotten oder Kosmetik. Sie hat ja beides gemacht. Und ich wollte erst bei dem kosmetischen Teil mitmachen, aber fast in jeder Kategorie hätte ich Nagellack gezeigt. Und das wäre ein bisschen doof, wenn ich vielleicht nur einen Lippenstift zeige und neuen Nagellack oder so. Von daher war ich da ein bisschen unschlüssig und dann habe ich unter dem Video von The Jolly Mimi gesehen, da hat eine Zuschauerin ihr vorgeschlagen, sie könnte ja den Take machen, nur mit Nagellacken. Ja, und die Idee fand ich wirklich toll, von daher habe ich die jetzt ein bisschen gemobst, also ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm, dass ich jetzt auch den Farbfavoriten-Take nur mit Nagellacken mache. Wenn doch, tut mir leid. Fangen wir auch gleich an mit der ersten Kategorie, Schwarz. Ich habe nur einen schwarzen Nagellack. Den habe ich geschenkt bekommen von meiner Freundin. Der ist von Astor. Ich weiß auch nicht, ob er eine Farbbezeichnung hat. Hier hinten steht nur 08. Vielleicht ist das die Farbbezeichnung, aber schwarz ist ja schwarz. Ja, es ist einfach nur eine einfache Schwarz. Ich trage Schwarz nicht solo auf den Nägeln, sondern meistens nur als Nageldesign. Und das ist auch mein einziger Nagellack in Schwarz. Ja, dann kommen wir zu Grau. Grauen Nagellack trage ich auch nicht solo, sondern auch, wie gesagt, nur in Nageldesigns. Und den habe ich mir mal selber angemischt. Und dann habe ich den Mausgrau genannt. Ja, muss ich mal wieder mit gut durchschütteln. Der ist ein bisschen getrennt wieder. Ja, dritte Kategorie ist Weiß. Da kann ich euch leider keinen Nagellack zeigen. Ich habe zwar einen weißen Nagellack aus der Essence Reloaded. Ich weiß gar nicht mehr. Essence irgendwas Reloaded LE. Aber er ist verschollen. Ja, also ich muss mal das FBI fragen. Vielleicht haben die den gesehen. Bei mir verschwinden Nagellacke auf wundersame Weise. Zwei Stück sind jetzt schon auf der Vermisstenliste. Und dazu gehört dieser weiße Nagellack. Ja, den habe ich auch immer nur als Base benutzt oder zum Mischen. Ich glaube, ich werde mir den Essence Stamping Nagellack kaufen in Weiß. Ich habe gehört, der soll sehr gut decken. Also wenn ich das nicht mal bei DM bin, kaufe ich mir den. Weil hier gibt es den leider nicht bei Rossmann. Rossmann hat nur die halbe Essence-Theke. Ja, Gelb. Gelb ist so eine Grenzsache bei mir. Also ich mag gelben Nagellack nicht. Aber ich habe trotzdem zwei. Und ich hatte auch noch mehr. Ich hatte mal alles ausprobiert an Farben. Also ich habe hier den neongelben Nagellack von NYX. Den finde ich cool im Sommer. Und dann habe ich hier dieses Goldgelb von P2 aus einer älteren LE. Den finde ich auch schön. Ja, also den trage ich noch. Aber alles, was so richtig gelb ist, wie eine Ölei-Verpackung oder so, nee, das trage ich nicht. Kommen wir zu Beige. Beige ist auch so eine Sache. Oh, den habe ich jetzt so weit weggestellt. Moment. So. Ich trage auch keinen beigen Lidschatten, doch. Nagellack. So Nude-Töne, nee, mag ich nicht. Ich weiß auch nicht. Ich mag knallige Farben. Aber ich habe einen Essie-Nagellack geschenkt bekommen. Der heißt Acute Interest. Und der ist so ein, Peach, Beige, Aprikot. Und den trage ich sehr gerne. Das ist, in meiner Welt ist das Beige. Also das ist meine einzige Farbe, die im entferntesten Sinne Beige ist. Und die mir auch gefällt. Braun. Schon wieder ein Nagellack, den ich euch nicht zeigen kann. Ich habe keinen braunen Nagellack. Ich hasse braune Nagellack. An mir. Auf meinen Nägeln. Da habe ich immer falsche Gedanken. Ja. Ich denke da immer an Körperausscheidungen. Auch ich hatte mal einen taubfarbenen Nagellack. Wie alle vor 2 Jahren, glaube ich. Da hat ja jeder taub getragen. Und auch ich habe mir den P2 Rich and Royal gekauft und er sah einfach scheiße aus. Den habe ich dann schon wieder verschenkt.
Rot. Rot ist aber schon eine Farbe, die mir sehr gut gefällt. Da habe ich auch verschiedene Rottöne. Wie kann es auch anders sein? Aber ich habe jetzt mal nur einen, den ich euch zeigen möchte. Und zwar ist der ganz neu von Essence. Und der gefällt mir ausgesprochen gut. So ein leuchtendes Rot. Der heißt 115 Red Volution. Also Red und Revolution zusammen gemixt. Ja, das ist ein sehr, sehr schönes, cremiges Rot. Gefällt mir wirklich gut. Dann Orange. Orange habe ich auch nur einen selbst zusammengemischten Nagellack. Ich mache das wirklich gerne. Das war mal dieser gelbe von Catrice 010 Don't Feed the Birds. Aber ich habe dann Rot reingemischt. Wie gesagt, gelb mag ich nicht. Und jetzt ist das so ein Orange mit einem gelben, goldenen Schimmer. Sehr schön. Sollte es auch zu kaufen geben, finde ich. Also ich sollte meine Nagellacke mal irgendwie an eine Firma präsentieren. Nein, Scherz. Pink. Pink. Also ich mag ja mehr Koralle als Pink. Aber Pink ist für mich so ein bisschen... Ups, fast runtergefallen. Essie, cute as a button. Das ist so rosa, pink, nicht wirklich Koralle, finde ich. Aber der gefällt mir auch ganz gut soweit. Ja. Nächste Kategorie ist Lila. Bei Lila habe ich auch einen Favoriten und eine Alternative. Ich mag nämlich am liebsten, der ist ein bisschen abgekrabbelt bei mir, von Catrice Poison Me, Poison You. Den gibt es aber schon sehr, sehr lange nicht mehr. Was wirklich sehr schade ist. So ein Magenta-Lila mit einem pinken Schimmer. Aber von Alessandro gibt es einen Nagellack, der sieht genauso aus. Den hier. Und das ist die 380. Ich denke, den gibt es noch. Weiß ich allerdings nicht genau. Jo. Also, die beiden sehen wirklich identisch aus. Blau. Blau habe ich auch nicht so viele Nagellacke. Dieser hier von OPI, ja, das ist so mintgrün, aber manchmal sieht es auch bläulich aus, manchmal eher grünlich. Also von, ich zähle den eher zu blau, so türkis. Das ist Mermaid's Tears. Jo, finde ich wirklich schön. Und dann noch ein anderer Blauton, den trage ich meistens, wenn es regnet. Weil irgendwie sieht die Farbe auch so nach Regen aus. Das ist von Catrice New York. So ein taubenblau-grau. Ja. Grün. Grün habe ich auch im Nagellack. Mein Schätzchen ist in der grünen Richtung von Soja. Kann man nur bestellen. Also hier kann man den leider nicht kaufen. Von Soja die Farbe Apple. Das ist einfach so ein geiles Grün. Das sind verschiedene Grüntöne. Von hellgrün bis dunkelgrün. Und das schimmert so, so schön. Ja, ein sehr schöner Nagellack. Trage ich immer wieder gerne. Und ein anderer grüner Favorit ist von mir. Von Essie Navigate. Das ist so ein Lindgrün. Ist aber auch sehr schön. Frühjahr, Sommer so. Aber ich trage meine knalligen Nagellacke auch im Winter. Also, ich habe nämlich keine dunkle Nagellacke. Von daher muss ich die auch im Winter tragen. Ja, und eine Kategorie fehlt für mich. Ihr wisst ja, meine große Schwäche, Koralle. Von daher möchte ich diese Kategorie noch hinzufügen, wenn das in Ordnung ist. Und zwar ist da einer meiner Favoriten. Ich habe wirklich viele Koralletöne. Aber einer, den ich immer wieder trage, ist von Essence aus der Soul Sister LE, die 03 Lounge Hair Affair. Ein sehr schönes, ein wirklich sehr schöner Nagellack. Der hat so einen goldenen Schimmer noch und den sieht man auch gut auf den Nägeln. Also bis ich den Nagellack hatte, war auch einige Zeit vorbei und ich wollte den unbedingt haben. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich rede ja sehr gerne über Nagellacke. Und ja, ein paar von denen gibt es ja auch noch zu kaufen. Ist halt immer doof, wenn die auf dem
Sortiment genommen werden oder halt nur limitiert sind. Ja. Okay, das war's dann wieder von mir. Tschüss!